So, hier waren wir, da oben ist einer. Hier ist eine Höhle. Mal schauen, hier gibt es zwei Dokumente, zwei Reliquien. Ein Geocache noch, eine Schatzkarte. Und fünf Pyromanen. Was sind denn Pyromanen? Soll ich hier mal in die Höhle rein? Aber nur wenn Lara vorgeht. Was soll ich? Ja, ich drück doch E, Mann. Das ist ja fast wie Essen bei Forrest. Da liegt was. 25. Juli 1982. Seit dem Flugzeugabsturz sind Tage vergangen. Wir haben zum zweiten Mal versucht, mit einem Boot zu entkommen. Mit katastrophalem Ergebnis. Ich hatte damit gerechnet. Wie beim ersten Mal wurde die ruhige See plötzlich und ohne Erklärung feindselig. Sobald wir das offene Meer erreichten, wurde der Wind stärker und eine unglaubliche Welle rollte auf uns zu. Unser Rettungsboot wurde wie ein Spielzeug auf die felsige Küste zurückgeschleudert. Jetzt haben wir erneut zwei Tote und einen Verletzten, dem nicht mehr zu helfen ist. Die anderen geraten langsam in Panik und sie erwarten von mir einen Plan. Ich habe zwar einen, aber sie sind nicht Teil davon. Sie sind schwach und dumm, was an diesem Ort ein Risiko darstellt. Ich habe vorgeschlagen, sie sollen einen weiteren Versuch unternehmen, aber ich werde mich nicht anschließen, denn das wäre Selbstmord. Das habe ich mittlerweile erkannt. Okay. Ich habe jetzt gar nicht zugehört. Na gut. Muss ich mir nochmal durchlesen. Sorry. ja. Das ist einfach nur so eine Höhle. Hier muss man wieder genau gucken. Wo kommen wir dann nicht? Vielleicht über die Kiste. Dann an den Dorngestrüpp hochziehen. Ja, gehen wir mal hier weiter. Was denn hier noch? Oh, Pfeile. Ach, voll. Was liegt da? Ach, da geht's nach unten. Hier kamen wir ja lang, ne? Ob die uns immer noch suchen? Das war ja schlecht. Weil ihr habt den dreimal getroffen, ne? Was gibt es hier? Aber bevor der despawnt, will ich den lieber mal looten. Oh, der hat mir zwischen die Beine geguckt, die Sau. Na, mir ja nicht, aber... Na?
unserer lieben Freundin Lara. Lara. Kann man hier irgendwie rüber? Ah, da ist ein Baumstamm. Will ich mal rüber balancieren. Ich finde das schön, dass es hier so viele Geheimwege gibt. Kann man hier irgendwas abschießen? Das sind Pyromaninnen. Okay. Da muss ich ja nochmal zurück. Guck mal, wie viele Lampen ich hier ausgelassen habe. Na, wollen wir da nicht mal lang gehen? Pyromanen. Da. Das war ja doof. Okay. Genug umgedaddelt. Jetzt laufen wir mal hier lang. Das ist ja ganz schön verworren hier. Oh, eine Kiste. Oh gut, ich habe mein Stemmeisen. Komm, geh auf. Ja. 369. Und Pfeile. Kein Geocache. Vielleicht hier auf dem Dach. Aber sollte ich hier einen Geocache hinlegen? Oh, man weiß aber nie, ne? Kann ich hier aufs Dach rauf? Ne. Vorsichtig, vorsichtig. Hier runter. Gut, die haben wir alle erledigt. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich könnte hier gut noch ein paar Lampen abschießen, ne? Geocache? Geocache? Komm, geh vorsichtig durch. Da kommt einer. Schön lautlos gekillt. Und gleich gelootet. Ist die gleiche Tasse. Das ist praktisch, dann vergisst man das nicht. Jetzt weiß ich aber nicht, wo die anderen sind. Kann man das nicht anzünden hier? Ich kann nicht mehr aufnehmen. Wo sollen wir denn hier lang? Hier hoch? Ja. Allerdings ist da oben eine. Okay, jetzt weiter. Ach, bist du gut, Mädel. Ah.
Oh ja, ich meine, wie soll man das denn wissen? Ich mag sowas nicht, wenn man so überrascht wird. Weil man ja auch nicht schleichen kann. Jetzt kommt wieder lautloser Kill. Und looten. Nein. Und So nu? Ich will da jetzt nicht lang. Aber Lara, ne? Natürlich. Hat mich nicht gesehen, aber der sieht mich gleich da oben. Ich sehe den aber auch nicht. Achtung, das Feuer breitet sich auf. Habt ihr was gehört? Warte, ich sehe mal nach. Was das? Ja, die Leute looten. Das habe ich ganz vergessen. Oh, jetzt brennt hier alles. Schnell hier weiter. Ich habe ein Modell freigeschaltet. Und bestimmt einen Geocache übersehen. Deswegen gehen wir einfach mal zurück. Weil es hier nämlich noch lang geht und hier geht's runter. Oh, hier waren wir schon, ne? Nee, hier waren wir noch nicht. Das hätte ich gewusst. Feuer. Was brauchen wir denn noch? Ein Dokument. Zwei Reliquien. Ein Geocache, eine Schatzkarte und zwei Pyromanen. Lass mal hier weitergehen. Da ist noch was. Komm vorsichtig hier runter. Und darüber. Und eine Kiste. Sehr schön. Und eine Lampe sehe ich gerade. Sehr schön. Und hopp. Macht sie gut, ne? Ich mag das, wie sie sich bewegt. Wie eine Katze. Da ist noch eine Lampe. Und geschafft. Sehr schön. Galerie freigeschaltet. Jetzt haben wir aber trotzdem noch kein Feuer für unsere Fackel. Da brennt das doch da überall. Uah. Hier kann man das anzünden. So, damit springen wir gleich mal wieder da hoch, damit wir das Ding hier anzünden können. Kann man das fast auch anzünden? Nein. Und Flammen. Eine Kiste. Ich hätte lieber einen Geocache. Guck mal, hier ist irgendwie so ein Brett. Vielleicht können wir hier rein. Ah, hier kann man hochhüpfen.
Ein Buch. Sehr schön. Ne, eine Kiste. Noch schöner. Ein Seidenfächer. Kann einem Dorfbewohner oder auch einem Adligen gehört haben. Ja, dann wollen wir uns das Ding mal angucken. Oh. Grüner Faltfläche. Das war aber noch nicht alles. Wir wollen ja alles finden, was es hier gibt. Kann man das nicht? Kann man da nicht durch? Nee. Ich würde gerne. Da liegt noch was. Da liegt noch was. Noch eine Kiste. Ein Gunbei. Samurai haben damit in der Schlacht ihren Soldaten Befehle erteilt. Ziemlich stabil. Vermutlich aus gebeizter Zypresse. Aha. Da kannst du jemanden mit dem Arsch versohlen. Das finde ich geil. Gebeizte Zypresse. Mit irgendwelchen japanischen Schriftzeichen. Sehr schön. Das war doch schon mal sehr erfolgreich. Jetzt hätte ich gerne noch so ein leuchtendes Röhrchen gefunden. Da unten ist ein Feuer. Hier sind Pfeile. Nehmen wir mal mit. Und hier stürze ich mich nicht runter. Lara auch nicht, zum Glück. Das hat sie gehört. Lauf mir lang. Hier ist schön. Schauen wir mal, ob hier irgendwo was ist. Schön, dass man den Luft noch ein bisschen steuern kann. Aha. Okay, da kommen wir gleich mal lang. Ich möchte ja gerne den Geocache finden. Ne? Oder was fehlt uns noch? Dokumente, ein Dokument, ein Geocache. Und die Schatzkarte vor allen Dingen. Die ist, glaube ich, wichtiger als jeder Geocache. Wieso komme ich da nicht hoch? Ach, hier war das. Da haben wir ja eben die beiden Jungs erlegt am Anfang. Da kann man nicht lang. Versucht die ganze Zeit die blöde Fackel auszumachen. Aber jetzt dreht sie nur noch mit Shift hier. Hey, was soll das? Jetzt. Das war ja blöd. Was ist das denn hier? Ach, guck mal, noch eine Kiste. Schön. Was war da drin? Ach, Muni. Muni. Da, ich hab ihn. Das finde ich toll. Ich bin begeistert. Scheiße. Ja, das wollte sie wohl nicht. Aber die Schatzkarte wäre trotzdem klasse. Bevor wir weiterziehen, weil Schatzkarte, ohne Schatzkarte gehe ich hier nicht weg. Na, kann man nicht hoch, ne? Nee. Schade. Da ist wieder ein Wasserfall. Da können wir mal hin. Irgendwo weiter, ne? Dass ich das vorhin nicht gesehen habe. Was war das?
denkt man immer, da liegt noch irgendwas. Ne, ist doch nichts. Ach ja, hier war da die Höhle mit dem Wasserfall. Da ist aber nichts. Ich habe das Gefühl, dass wir hier irgendwas übersehen haben. Aber keine Karte zu finden. Schade. Mal gucken, ob wir noch was in den Fähigkeitspunkt haben. Nicht. Ausrüstung haben wir 452. Wann kann ich damit denn mal was aufrüsten? Boden. Verstärkt Wurfarme, gewickelte Sehne. Nee, das war zu schnell. Ausrüstung. Den haben wir. Handfeuerwaffe können wir. Mit mittlerer Maustaste können wir eine Dreischusssalve abfeuern. Größeres Magazin, fast 10. Nee, das 10 Kugeln fast. Das fast 10 Kugeln fast. Also 9. Rückstoßkompensierung, die Präzision und den Schaden erhöht. Das ist auch nett. Kostet 200. Könnten wir uns leisten. Wir haben 452. Wir können also zwei Sachen upgraden. Das basiert wieder auf dem. Ne, warte mal. Belüfter Schlitten. Ach, das war ja das Ding. Belüfteter Schlitten. Scheiße. Rücklaufbremse. Bringt das Projektil präzise ins Ziel und erhöht damit den Schaden. Das wird 252, dann wären wir pleite. Und Schnellfeuermodus. Ja, das ist kacke, dann hast du gleich keine Munition mehr. Aber ich finde Bogen hier eigentlich schöner, ne? Verstärkte Wurfarme ermöglichen mehr Zug und verursachen dadurch mehr Schaden. Gewickelte Sehne. Höhere Schussfrequenz ermöglicht. Kostet aber auch wieder mehr Pfeile. Ich weiß es nicht, was wir da machen wollen. Bogen finde ich ja ganz nice. Wir machen das mal. Und das machen wir auch mal. So, fertig. Jetzt haben wir einen tollen Bogen. Schön gepimpt. Klasse. Dann können wir jetzt mal weiter. Ich möchte trotzdem die Schatzkarte finden. Hier geht's nicht lang. Du bleib doch da nicht hängen. Lauf, kleines Mädchen, lauf. Zum Glück sind die Gegner alle weg. Ist hier noch irgendwas? Ja, komm.